Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Project. Ich freue mich schon, heute gehen wir das Waldmanagement ein wenig an. Gepflanzt haben wir gestern. Alles gut. Oh, traditionell natürlich, wir müssen schlafen gehen. Yeah. So. Ah, schön. Irgendwo frisst schon wieder. Ach, wenn ich das schon sehe. Ja, und erinnere ich mich an einen Kommentar. Und wo bleibt diese Katze? So. Dann werden wir das mal verzehren. So. Alles gut. Das nehmen wir mit. Nehmen wir da runter. So, damit ich das nicht vergesse. Oh, das war aber klug. Haben wir das da drinnen lassen? Ich hätte es vergessen. So. Ja. So, da kommt der wieder rein und über die Beinchen. Natürlich kann man jetzt sagen, die Härchen auf den Beinchen, also bitte genau hinschauen, die würden schon wachsen, wenn ich nicht ständig rasieren würde. Natürlich kann man das sagen. Ja. So, gepflanzt ist alles. Also, ich würde gerne... Oh, und wie schön hier. Der Thymian, der gute Thymian, wie der wächst. So, dann werden wir uns gleich einverleiben, den guten Thymian. So. Ja. Wo auch immer hier die Eidechse ist. Die Bereichseidechse. So. Wir müssen hier ernten. Mit dem anderen Werkzeug ging es auch besser. So. Geh in den Blubber. Und verende. So. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Sag mal, hatten wir nicht irgendwo mal einen zweiten Bienenstock hingepflanzt? So einfach so? Ich gehe den jetzt suchen. So, vorher fülle ich das da an. Und ich fülle auch das da an. Yeah. So. Irgendwo war doch ein zweiter Bienenstock. Oder bilde ich mal das ein? Denn Einbildung ist auch eine Bildung. So, und wenn wir gerade da stehen und Thymian in der Pfote haben, lege ich den da rein. Nein, hättest du ihn nur verkocht. So. Ich glaube nicht, dass wir hier ein zweites Bienen haben. Ich habe mir das so fest eingebildet. Hm. Ist doch seltsam, oder? War hier vielleicht? Och, hier! Tatsächlich! So, ein paar blaue Pilze nehmen wir gleich mit. Wir brauchen wir sowieso für später. Ah, wie hier schön alles wächst. Der Fisch mit Öl. Der Fisch. So, dann nehmen wir auch alles gleich mit. Super. Ein paar von den blauen Pilzchen. Wir hätten zwar gern andere Dinge hier auch, aber ist okay. So, also wir haben einen zweiten. Wir haben einen zweiten Bienenstock, den werden wir jetzt versuchen zu befüllen. Und dann geht's ans Waldmanagement. Yeah. So, da mal vorbei. Ja, dann holen wir uns mal die Bienen. Die Bienen. Warum auch immer ich das getan habe. So, super. So, der Wurm. So, und jetzt hier mal durchradieren, rasieren, damit hier wieder was sehr Schönes wächst und wächst. So, super. Ein paar lassen wir natürlich immer stehen. Super. So, Gelände bereinigen, Gelände freimachen. Wunderbar. Es soll sich alles ausdehnen. Es ist sehr gut. So. Dann auch mal wieder. Wir brauchen ja dennoch einiges an Bienen für den zweiten Bienenstock. Also große Menge Bienen. Große Bienenmenge. So. Und dann gehen wir rein und holen uns Betonblöckchen. Diese Betonfliesen. Fürs eingegrenzte Waldmanagement. Da freue ich mich auch schon. Ja, eingehegenisieren.
machen wir dann auch noch. Wir haben ja noch mehr Tiere einzusetzen. Wir haben im Moment ja eher nur die Schweinchen. Zu denen könnten wir auch mal wieder schauen. Die haben wir ein bisschen vernachlässigt. Habe ich so das Gefühl, vernachlässigt. Die vernachlässigten Schweine. So. Da, 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 da. Außerdem ist Waltraud echt, das passt ja gut. Die helle, kurze Hose, muss ich sagen, ja. War eine gute Idee. Danke nochmal, war eine gute Idee. So, jetzt haben wir da alles gesäubert. Ich bringe die Bienen nach unten. Und dann machen wir weiter. Ja, bei den Schweinen wollten wir noch vorbeischauen. Naja, hat Zeit. Hat Zeit, hat Rat. So, da unten war er. Hallo Eichhörnchen. Und es kommt auch noch so her. Ach, das arme Vieh. So. Bienen? 24? 40. Oh, da fehlen echt nicht mehr viele. Das ist super. So, den Salbei lassen wir stehen. Den auch. Hier. Wir könnten natürlich, wenn wir schon vor dem Schwefel stehen. Und wir haben ja alle noch mit Schwefel was Lustiges vor. So. See vergrößern, bis zum Meer soll es wehen. Yeah. Immer wenn ich jetzt sage, bis zum Meer, muss ich an dieses kurze Angezockt von Under the Sand denken. Das war eine interessante Erfahrung. Kann man sagen, ja. So. Oh, wie schön. Dann nehmen wir gleich Thymian mehr mit. Mehr Thymian. Den Meeresthymian. Den guten, guten Meer. Den guten, guten... Oh, da. Na, mag er das nicht? Jetzt. Jetzt mag er's. So. Da kommt das rein. So, zu den Schweinchen wollten wir schauen und dann gehen wir rum. Oh, ja, Honig. 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 Oh, wie cool. So, entfernen will ich da den wilden Mais. Der hat da gar nichts verloren. So, Löwenzahn nehme ich auch weg. Weil da hätte ich gerne mehr Nessel. So, wird alles weggenommen. Ja, meine lieben Würmchen, arbeitet. Irgendwas wird gefressen. Hier frisst eine Eidechse. Das ist okay. Stört mich eher weniger. So. Eidechsen ist gut. Essen. Eidechsen essen. So. So, jetzt haben wir da wieder ein wenig freigelegt. Dann will ich hier auch noch das da. So, dann kann sich hier auch der Thymian noch ein wenig ausbreiten, auch wenn nicht viel Platz ist. Aber es wird schon gehen. So, auf zu den Schweinchen. Das wollte man noch machen. Schweinchen, Schweinchen. Hallo ihr Schweinchen. Kann ich leere Säcke mitnehmen? Den da? Ach, so viel habt ihr aber noch nicht gefressen. Ihr Schweine! So, gut. Leere Säckchen. So, da sind... Wieso sind da drei Ratten drin? Genug Schweine. Hühnchen. Ratten, sehr gut. Wieso habe ich da die Ratten drin? Wollte ich die töten? Wollten wir die essen? Wenn wir keinen Platz haben. Aber ich will sie jetzt nicht töten. Ist cool. Ist cool. Honig, cool. Cool. Gibt gut aus. Hält gut vor. Muss man sagen, bin ich ein wenig begeistert. So. Biomüll haben wir echt schon lange nicht mehr gehabt und gemacht. Sollten wir wieder mal. So. Das Eichhörnchen wird gegrillt. Hier. Das kommt wieder rein. Und dann werden wir das da im anderen Ofen abgrillen. Abgrillen, abkochen. Abkochen, abkochen, hier. Und abkochen, yeah. So. Dann schauen wir da mal. Wir brauchen. So, Tierzucht, hier. Es geht ums Futter. Und zwar Hühnerfutter. Wir brauchen das, das, das. Und ein paar Säckchen, das werden wir heute machen. Ja, keine Angst, es geht dann schon noch ans Waldmanagement. Das machen wir heute auch noch. Haben wir gesagt, werden wir auch machen. So, Hühnchenfutter. Ein bisschen verarbeiten, das gute Hühnchenfutter. Für später. Für später. So. So, und eine noch?
Dann haben wir 15 Hühnerfutter. Ist ja so nicht schlecht. So, ach komm, machen wir gleich 20. Die werden wir dann später mal verwohasten. Apropos verwohasten, wir müssen was essen, weil sonst werden wir verdorasten. Ach, schlechte Wortwitze. 1.0. So, was kommt da rein? Ja, wir können es zum Beispiel so verwursten. So, und dann können wir es zum Beispiel so verwursten. Zum Beispiel. So, wir holen uns die Bohnen raus. Ich freue mich schon aufs Weidmanagement. Wo sind meine Bohnen? Da sind meine Bohnen. Die Bohnen sind da, die Bohnen. So, Bohnen. Ding kann rüber, Steckrübe, die eine Steckrübe. So, das wird verderben, das lassen wir nämlich da. So, blaue Pilzchen, super. Brauchen wir für die Mutationen, dann haben wir da noch zwei. Ich vergesse sicher wieder irgendwas einzuschlichten. So, Gedärm und der Pelz. Das Eisenerz ist gut, Schwefel kommt weg, oh ja. Nochmal 5 Kaffeebohnen. Ich glaube, da können wir dann schön Kaffee machen. So, Honig ist aber eher was Essbares. Ich gebe den in den Kühlschrank. Keine Ahnung. Ich gebe ihn einfach in den Kühlschrank. So, da haben wir ein Leuchtwürmchen. Na, 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 na. Da haben wir das. Dann haben wir das und das. So, das geben wir da unten. Das wird verbrannt. Löwenzahn. So, hier haben wir wieder 4 neue. Ein Säckchen, das kommt hier rein. Das wird draußen weggetragen. Wir trinken noch einen Schluck. Wir legen das hier, das, das. Und ein Werkzeug fehlt mir wieder. Sichel. Ja, na sicherlich. Genau, super. So, der Schwefel kommt weg und dann legen wir los. Ach, da freue ich mich. Jetzt wird der Wald nämlich aufgeteilt, zugeteilt und eingeteilt. Ja, mit Viehzucht im Moment. So. Ach so, ja, da brauchen wir natürlich die da. So. Und zwar, wir haben hier ja einen Weg. Dieser Weg ist steinig. Was ist mit dem Eichhörnchen da? So, und das da auch. Oh, da unten ist gerade Aloe Vera gewachsen. Ja, ja, ja. So, dann haben wir da noch ein bisschen davon, davon, davon. Ah, das war wichtig. Irgendwas wird hier extrem gefressen gerade. Extrem! So, wir nehmen die Sichel und bereiten den Weg vor. So. So, weil da wird der Weg weiter fortgesetzt und wir teilen sozusagen die Wälder in verschiedene Kategorien. Ah, vielleicht aber jetzt nicht selber in den Blubber steigen. Wie intelligent. So, jetzt schauen wir da. Da liegen noch immer welche. Oh, diese Käfer, diese Käfer. Laufen die jetzt weniger wild herum? Nein. Oh, der, das war eine Falle. Jetzt habe ich das Stroh aufgehoben, aber egal. 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 So. Also bis hierher gezogen. Dann holen wir uns mal. So, wir messen einmal ab. Bis hierher gehen die Rüttler. So, wir brauchen Dünger. Den Dünger. Nö, das. Wobei, das können wir gleich einfüllen. Wenn wir schon da stehen. Aber nicht vorher gerade gesagt, da haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Lange nicht mehr gemacht. Wir füllen es einfach mal ein. Folge Runde tatsächlich eine der wenigen Runden, in denen ich keinen Biomüll produziert, also produziert Biomüll und oder Dünger. Interessant. Interessant. Was ist geschehen? Was hat sich verändert? Hat das Mädel jetzt Angst vor Biomüll? Sich die Finger schmutzig zu machen? Nö, eigentlich nicht. Die ist sowieso, die ist extrem tapfer, finde ich. Also, ganz toll. Macht sie gut. So, also. Hier geht es dann runter. Okay. Da ist der vierte Rüttler. Hier würde ich mal das als Grenze ansehen. Nein, eins weiter rüber. Genau. Hier als Grenze. So.
So, bedeutet, ich lege mal hier als Markierung. Ist das weit genug? Eigentlich schon. So. So, muss ich natürlich dann nach oben auch durchziehen. Durchziehen. Und da schauen wir, bevor wir weiter einpflanzen. Okay, hier. Bis hier. Passt gut. Passt wirklich gut. So, wie gesagt, der Wald wird dann eingeteilt. So. Da mal durch, weil da kommen überall die Betonfliesen hin. So, Betonfliesen. Ja, du kannst das Objekt nicht platzieren, du musst dich nur bemühen. Siehst du, es geht doch. So. Ja, da wird mal so durchgeackert. Das ganze Gras weg. Weil jetzt werden hier Bäume gepflanzt. So, super. So. Ja, ich weiß, wir pflanzen jetzt hier Bäume. Wieso machst du das hier? Tja, die Welt soll grüner werden. Das war ja der Anspruch. So, und zwar haben wir hier den Dünger. Wir wollen rein. 1. So. Da wär's. So. Und das wird auch der zukünftige Abstand, den alle Bäumchen hier kriegen. Genau. So, jetzt gehen wir natürlich weiter runter noch. Kommt hier einer? Das ist aber seltsam hier. Das ist aber seltsam. So, machen wir trotzdem. Dieser seltsame Stein. Kann ich eigentlich schon? Nö, können wir nicht. So, alles wieder gut. Und hier, genau, der sitzt zum Beispiel, sitzt der sitzt richtig. Die anderen nicht, sie müssen fallen. Ja, aber später. Der da und der da. So, bedeutet, ich hole mir die Platten. Ich hole mir die Sichel. Na, ja, Gott sei Dank. So, alles geschafft. So. Und zwar, oh, wir haben ja jetzt hier vor Waldmanagement. Und hier, hier kommen dann wieder Betonfliesen. Und da endet der, wie soll man sagen, ja, der Bereich, der fürs Waldmanagement hier vorgesehen ist. Wie heißt denn das nicht urbanisiert? Jetzt fällt es mir nicht ein. Ja, urbanisiert, genau. Kultiviert. So. Das ziehen wir da einfach runter bis zur Straße. So. Ja, ja, Mädel, alles gut. So, später mal werden wir da natürlich zumachen. So. Haben wir hier Bäumchen. Hier werden die wachsen oder andere. So, alle werden mal gefällt. Weil uns das gefällt. So, dann der hier. Ja. Da kommen auch die raus. Und der kommt auch weg. Auch wenn es schade ist, aber der muss weg. So. So. Zugemacht wird hier und hier. So, auch da gehen wir kurz mal rundherum mit der Sichel. Wer weiß, wann die Würmer kommen. So. Ich bin mir unsicher. Und zwar haben wir jetzt einen Abstand 4 zwischen den Bäumen vorgesehen. Ich hätte gerne, hier oben haben wir es immer wieder mit 3 gemacht und
Ehrlich gesagt, das reicht auch als Abstand. Vielleicht sollten wir da auch 3 machen. Ist ja interessant. Es nimmt einfach nur... Interessant. Stufenweise, okay. So, ist mal lieber mit 3. Wir machen das Ganze neu. Wir haben ja genug. So. Dann schauen wir mal, dann müssen wir vielleicht den Weg noch versetzen oder vielleicht auch nicht, wir werden sehen. So, Düngerchen. So, was ich meine, wir haben hier dazwischen 1, 2, 3 Baum. 1, 2, 3 Baum hätte ich auch gerne hier, also 1, 2, 3 Baum. Baum. Oder? So. Aha, können wir das aushalten? Können wir das aushalten? So, 1, 2, 3. Baum. Ja, ist mal lieber so. Ist mal lieber so. So. Dann wäre hier ein Baum. Naja. Wobei, warum nicht? Warum nicht? Wenn wir gerade dabei sind, machen wir das auch hier. So. Und da gehört auch einer her. So, da werden wir jetzt da durchrödeln. So. So, super. Plan ist, koordiniert diese 3x3, wobei es sind 4. Das ist okay. So, wir brauchen hier... Hier brauchen wir noch 2 Platten. Das wäre dann die Mitte. Einmal nach unten, einmal nach oben. So, jetzt holen wir uns noch Zeug. Und Samen. Was setzt man da ein? Ich würde sagen, solche da, oder? Machen wir das. Setzen wir die ein. So. Oh, das war der Thymianbaum. Oh, wie schade. Naja, es wird ein neuer kommen. Es wird ein neuer kommen. So. Also. Die da. So. 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 Ich habe keine mehr. Ich überlege die ganze Zeit, oh, warum geht's nicht? So, und hier in der Mitte setze ich 2 Nadelbäume ein. So. Jetzt holen wir noch ein paar von... Ja, wobei, wir könnten natürlich... Nein, wir holen neue. Oder wir nehmen den mit. Nö, machen wir nicht. Wie weit laufe ich denn für die Samen? Eieiei. So. Hm. 2 waren das. Genau. So. 2 waren das. 3! Verdammt! So, 1... Und 2. Und dann kommt da noch ein rein. Hier. Den holen wir uns gleich, sonst vergessen wir das später. So, dann haben wir mal den. Ich heiße Eichhörnchen und die Käfer beobachten uns, was wir hier Stranges machen. So, hier. Super. So, dann vervollständigen wir das Zeug jetzt hier. Und zwar... Gehen jetzt zu unserem Lager. Ich brauche eine Lampe und einen Bienenkorb. Bienenkorb, den Bienenkorb. So, leider haben wir nicht mehr viel Lampen. Oh, das ist gut. Das werden wir uns dann reinziehen. So, Bienenkorb. Oh, das war extrem viel Stroh, glaube ich. So, Landwirtschaft, Tierzucht. Gelten Bienen als Tiere? Bienen gelten als Tiere. 10 geht. Oh, 10 geht. Genau 10 haben wir. Genau 10. So. Na gut. Zange auch noch rein. So, Zange. Brettchen. 10 Gitter. Von dem Zeug. So, Bienenkorb. Bienenkorb, yeah. So, eine Lampe, ein Bienenkorb. So, das kommt raus. Wir dürfen nicht...
Okay, wenn das schon offen ist, Beinchen rasieren. Ja, wir werden nie wissen, ob hier Härchen wachsen. Naja, wir werden sehen. Irgendwann mal. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, dunkel war es, der Mond schien helle. Ach ja, so. Dann nehmen wir die Käferlampe auf die Schnelle. So. Darüber gehen. Und zwar, damit das fertig ist, hier kommt eine Lampe her. So, dann haben wir in jedem Bereich einmal eine Lampe stehen und vor die Lampe der Bienenkorb. Der Bienenkorb, der Bienenkorb. Denn das ist ein schöner Ort. So, super. Jetzt können wir schon wieder runternehmen oder die Käferlampe und für wieder Käppi aufsetzen. So, super. Wir räumen noch gemeinsam weg. Was können wir da reinräumen? Nichts können wir da reinräumen, aber wir können einem Eichhörnchen den Kopf abbeißen. Immer gern gesehen. So, das können wir da reinmachen, kochen. Na, 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 ist das schön. So, pökeln könnten wir auch mal wieder was. Wo ist denn jetzt, da ist es, Eichhörnchen. So, irgendwas pökeln wäre auch mal wieder angebracht oder beziehungsweise vielleicht witziger. Hm? Machen könnte man es ja auch. So, dann haben wir hier, da, oh, verdorben, wie schön. So, dafür kommen wir neu rein. Was haben wir dann noch? Das nicht, das nicht, das nicht. Hier, rote Pilze, yeah. So, das war es auch schon wieder. So, wir haben hier grünes Zeug, wir haben hier Strohzeug, oh ja. So, dann noch ein bisschen Reserve Thymian, auch gut so. So, das kommt da nach unten. Dann haben wir hier noch die Brettchen und Stöckchen. Es ist nicht genügend Platz. Dann kommt das hier aber sofort raus. So, sehr gut. So, hier vorerst mal provisorisch das da. Das kommt auch nach draußen. Och, was kommt von draußen rein? Es wird doch nicht so. Das kommt auch auf. Das kommt daher. Nö. Nee. So, Sichel, Gießkanne. Haben wir da jetzt alles? Ich glaube, wir haben jetzt alles verräumt, weggebracht. Ich glaube schon. So. Super. So, da ist Wasser drin, da ist die Hose drin. Gut. Oh ja, das Eisen wollte ich weglegen. Genau, Eisen wollte ich weg. Ja, aber nicht hier. Ja, wir brauchen neue Gitter, das stimmt. Wir brauchen definitiv neue Gitter. So. Dann könnten wir, wenn wir gerade dabei sind, ein wenig Thymian-Tee trinken. Und vielleicht einen noch. Dann haben wir es einmal auf Null. Ja, das ist mal gut. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.